Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2 und dem Beagle. Nach meinem sehr traurigen Start, meinem ganzen verpatzten Munition. Guck mal, Leute, was ich hier an... ich habe ein Kampfmesser. Das stecke ich mir mal ein, unendlich. Und die Samurai Edge von Chris und Jill. Aber die benutze ich nicht, genauso wie ich das hier alles nicht benutzen werde. Versprochen. Denn das sind die Bonusinhalte, die mir freigeschaltet sind. Die waren aus irgendeinem Grund nicht installiert. Ich hatte sie mir jetzt installiert. Aber ich verspreche, dass ich diese Waffen hier nicht benutzen werde. Auch dann nicht, wenn ich wirklich munitionsknapp bin. Das macht das Spiel nämlich ein bisschen uninteressant auf Dauer. So, wir wollen... Was? Nein! Verstauen! Mensch! Nebenwaffe, ich habe keine Nebenwaffe, Leon. Habe ich alles schon wieder weggetan. Die wird hier nicht benutzt. Irgendjemand muss doch hier sein. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Sollte den Typ suchen. Leon ist ganz schön mutig, ne? Karte. Aha. Da muss ich also jetzt hin, ja. Erstmal durchsuche ich den Raum hier, denn der scheint ja noch Dinge für mich parat zu haben. Aha! Jetzt wird's aber auch schon wieder knapp, ne? Eingangssalat noch mehr für mich. Hier kommen die drei Medaillen. Die drei Medaillen habe ich übrigens, Leute. Die gab es mal als Repliken. Wobei, sie sind sehr klein. Also im Spiel sehen die deutlich größer. Warte mal, hier oben, das zählt doch schon gar nicht. Nee. Ich weiß gar nicht, wie das Messer... Ich weiß gar nicht mehr, wie das Messer funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Like a pro eben. Aber was habe ich denn hier übersehen? Was seid ihr denn hier so grantelig? Was habe ich denn übersehen? Oh, das darf ich nicht benutzen, weil das wird die Handlung voranbringen. Na gut. Dann gehen wir doch mal dahin. Mit den guten weißen Turnschuhen durch den Dreck warten. Wer kennt's nicht? Ja, mal gucken, ob mein Plan funktioniert, hier einfach smooth durchzurennen. Wir wissen alle, wie meine Pläne hier funktionieren. An der Tankstelle hat mein Plan ja auch schon so heroisch funktioniert, nämlich gar nicht. Ich brauche mich in diesem Gang gar nicht umgucken. Sehr schön. Du schaffst das. Was sind das für Geräusche? Was sind das hier für Geräusche? Das macht mich fertig. Aber dafür liebe ich das Spiel ehrlicherweise schon sehr. Kann ich etwa... Ja, bitte. Der Raum ist blau. Das glaube ich irgendwie nicht, aber es heißt drum. Ah. Ich kann auch einfach Licht anmachen. Licht immer eine gute Sache. Leon? Ach so, weil ich nicht gehalten habe. Bin ich von der X-Taste abgerutscht. Ich habe keine Angst, versprochen. Die Klos. Schauen wir doch mal, was am Klo... Also,
Sehr dezent gelöst, dass ich nur das Frauenklo betreten kann, Leon, du Pervert. So funktioniert das nicht. Eigentlich geht man nicht aufs Frauenklo. Oh, was ist, wenn da irgendwas drin ist? Jetzt mein Inventar ist doch schon direkt ziemlich voll. Kann ich die Spülung ausmachen? Nein? Na gut. Eigentlich müsste ich jetzt schon zurückrennen, um... Aber ich habe Angst. Ich habe Angst. Oh Gott. Nee, da habe ich noch nichts für. Aufwachen! Schnell! Ja, bin ja schon dabei. Mach die verdammte Tür auf! Ich hol sie raus! Hilfe! Bitte! Geben Sie mir die Hand! Ich hab sie! Jetzt die andere Hand! Eine Hälfte haben wir, die andere nicht. Ärgerlich. Wie er geguckt hat. Notizbuch eines Polizisten. Sollte uns auf Dauer sehr helfen. Zur Eingangshalle zurückkehren. For real? Ihr seid doch völlig gaga. Ja! Nein! Warte, kann ich, Nein, nein, nein! Ah! Okay. Die hier ist zu... Falsch. Eher nicht so. Scheiße. Oh, Kacke. Die sind überall. Vielleicht kann ich die reinlocken. Ja, darauf warte ich mal. Ich lock die hier rein. Wie sieht's denn mit meiner Gesundheit? Wenn sie Schaden nehmen, wechselt ihre Gesundheitsanzeige von gesund zu Warnung, schließlich zu Gefahr. Wenn sie in Gefahr sind, sollten sie sich schnell ein Kraut- oder Erste-Hilfe-Spray heilen. Noch bin ich gesund. Oh, ich bin nicht eingeblendet. Sorry, Leute. Ich muss warten. Ich muss irgendwie gucken, dass ich die alle rübergekitet kriege, um dann an denen vorbei zu smoothen. So, der Plan zumindest. Na, kommt, kommt. Ja, feine Boobies. Feine Boobies. Habt ihr fein gemacht. Ganz feine. Feinies seid ihr. Ganz feine. Nein, ich renn doch wieder. Nein, wo renn ich hin? Was habt ihr nicht gehört? Was habt ihr nicht gehört? Nein, L1! Ah. L1, nicht R1. Was? Wie war das mit dem Munitionssparen? Ich bin wieder bei den Klos? Sorry, ich bin falsch rumgerannt. Scheiße, und jetzt? Und jetzt stehe ich hier immer. Okay. Der größte Feind. Ich habe keine Sicherung. Du bist sicher. Fürs Erste. Danke. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht... Hier. Nimm meine blutverschmierte Hand. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon.
Alter, dem fehlt Bauch. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst es. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Was? Habe ich jetzt nicht mehr meinen. Warte mal, was? Alter, geschrien wie ein Mädchen habe ich. Ich hoffe, dass das rausgecuttet worden ist. Ich verstehe das nicht. Hä? Mein Kampfmesser ist unendlich. Nee. Nee, warte. Ein abgenutzter Schlüssel. Brauche ich den noch? Nee, da ist ein rotes Symbol dran. Wie kann ich nochmal sortieren? Ah, danke. So, kann ich... Ich bin super irritiert, dass... Wo ist denn der PC hin? Ich bin super irritiert, dass mein Messer jetzt eine Anzeige hat, wie es sich verbraucht. Eigentlich sollte es unendlich sein. Ach, jetzt auf einmal ist die Halle blau. Okay. Wird mir jetzt wieder angezeigt, dass es... Ach, egal. So hatte ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Ich auch nicht, Leon. Ich habe geschrien wie ein Mädchen. Eigentlich auch voll die doofe Redewendung, wenn man mal ehrlich ist, ne? Geschrien wie ein Mädchen. Ich kann auch sagen, ich habe geschrien wie ein Mann. Schreien bleibt schreien. Ein Kraut. Ein Kraut, ein gutes Kraut. Es ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Nee, wartet mal. Ich habe eine bessere Idee, als da reinzugehen. Ey, Marv. Halt durch, ja? Haust du rein? Bin weg. Wir sehen uns. Dann und wann. Das war übrigens Marvin. Er hat seinen Namen jetzt nicht... Ach, die Tür habe ich noch nicht. Okay. Den Schlüssel... Die Tür. Ich habe die ganze Tür nicht, Leute. Die ganze, ja? So. Aber es lohnt sich immer, mal so ein bisschen die Ecken abzusuchen, wenn man die Gelegenheit dazu hat. Wenn man nicht gerade wie so ein Derp wie ich in die Gegner rennt. Okay. Aber mit dem vor der Tür habe ich einfach so gar nicht gerechnet. Ich dachte, ich hätte die alle reingeholt. So, bis hierhin kommen wir ja schon hin. Okay. Ja, danke. Was haben wir denn hier? Willkommen in Raccoon City. Raccoon City ist nicht nur das Zuhause des V
Pharma-Riesen Umbrella Corporation, sondern auch eine pulsierende, dynamische Stadt mit einer langen Geschichte. In diesem Führer stellen wir Ihnen einige ungewöhnliche Sehenswürdigkeiten unserer Stadt vor. Die Polizeistation von Raccoon City. Das Gebäude in der Stadtmitte war nicht mehr immer eine Polizeistation. In ihm befand sich früher ein Kunstmuseum. Zahlreiche Merkmale wie der ungewöhnliche Uhrenturm und die Göttinnenstatue in der Eingangshalle erinnern an diese Zeit. Das Waisenhaus. Nur wenige Häuserblöcke von der Polizeistation entfernt befindet sich ein von Umbrella Corporation mit Hilfe zahlreicher Spenden von Unternehmen und Bürgern gegründetes Waisenhaus. Das Gebäude ist für sein Buntglasfenster bekannt, das Besucher aus aller Welt anzieht. Die haben nur zwei Sehenswürdigkeiten, das ist ein bisschen traurig. Oh, ein Safe. Wo kriege ich denn die Kombi her? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Finden wir noch raus. Oh, was gibt's denn da Feines? Kampa und Arte. Was meint ihr, was das wohl ist? Das andere kann ich nicht lesen, wenn ich ehrlich bin. Also so allein fürs Adrenalin würde ich mir, für meinen Zuckerspiegel würde ich mir schon dann eine ordentliche Sprite wegpfeifen oder eine Cola. Cola sogar noch besser, weil da ist auch noch gleichzeitig Koffein drin. Nichts hier. Gar nichts. Da muss ich ja in den Gang, in den ich nicht möchte. Hey Marv, bin wieder da. Und gleich wieder weg. Oh, dem geht's echt scheiße, ne? Armer Junge. Okay, dann wollen wir mal. Genau, Leon, guck's dir noch genauer an. Ah, da komme ich nicht rein. Ja. Ich will hier gar nicht durch, Leute. Ich will hier wirklich nicht durch. Und ich habe nirgendwo Holz gefunden. Manchmal ist Schnellrennen schlau und manchmal ist Schnellrennen hier richtig dumm. Halt die Fresse. Das ging schnell. Ach, Klappe. Ich will erst wissen, gibt es hier irgendwas für mich? Ereignisbericht. 25. September. Aufgrund des plötzlichen Ausbruchs haben wir in der Polizeistation eine Schutzunterkunft eingerichtet. Sämtliches Polizeipersonal hat die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, während wir so viel wie möglich unterzubringen versuchen. 25. September Zusatz. Eine der zufluchtsuchenden Personen hat uns mitten in der Nacht angegriffen und dabei einen Beamten getötet und drei weitere verletzt. Der Täter wurde schnell gefasst. Wir vermuten, dass ihm aufgrund des enormen Stress die Nerven durchgegangen sind. 26. September. Ein Mob hat die Polizeistation angegriffen und dabei mehrere Todesopfer gefordert. Einige Überlebende konnten zwar hinter die Sicherheitstüren flüchten, wir sind jedoch umzingelt. Entkommen wird schwierig. Wir wissen nicht, ob wir die Kommunikationsausrüstung reparieren können und sind von der Außenwelt abgeschnitten. 27. September. Im Westflügel der Polizeistation ist es gegen 13 Uhr zu einem weiteren Angriff gekommen. Dabei starben 12 Personen und es gibt nur wenige Überlebende. Hier versinkt langsam alles im Chaos. David Ford. Der gute David, ne? Das ist der. Karte der Polizeistation. Ah, sprich was raus. Oh, ich muss mich mal ein bisschen beeilen. Ja. Ich habe ein bisschen Licht gebraucht. Oder ich scheiß drauf, was hier ist und verschwinde. Tschüss. Ich komme noch oft genug in diesen Raum rein. Puh.
Ich habe 25 Munition. Ich könnte es mir erlauben, den da vorne zu erledigen. Habe ich dem echt jetzt den Headshot seines Lebens verpasst? Cool. Oh, diese Ecke ist das. Ganz schlechte Ecke. Ganz schlechte Ecke. Richtig miese Ecke. Noch miesere Ecke. Warte mal, zu den Schließfächern. Warte, was? Wo kommst du denn her? Was zum Teufel? Ich weiß halt nicht. Bist du tot oder bist du nicht tot? Ich glaube, er ist tot, oder? 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 Willst du mir noch irgendwas mitteilen? Nein. Ich will nur mal gucken. 102. Kann ich. Es fehlen genau die natürlich. Was auch sonst? 103. Kann ich 103 nicht sogar schon aufmachen? Nee, es fehlen 2 und 3. Ja, 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 ja. Stimmt, da war ja was. 106. 106. Piep, piep. Da ist ein Film drin, ja. Ist okay. Ha. Ah, ist okay. Aber 109 müsste ja auch gehen. Warte mal. 10. Zack. Piep. So, und dann kann ich gleich gediegen aufhören, den Part. Boah, ich fühle mich so sicher auf einmal. Da komme ich leider noch nicht dran, an die gute Pumpgun. Hier komme ich auch nirgendwo dran, weil mir die 2er fehlt. Und ich würde sagen, ich mache dann einen gleichen Cut rein. Wenn ich euch das hier vorgelesen habe. Auf der Tastatur des Schließfach-Terminals fehlen einige Tasten. Der Verantwortliche soll Ersatztasten besorgen und das umgehend reparieren. Du weißt, dass du gemeint bist, du Dreckskerl. Wer sonst würde solch einen Mist bauen? Ja, ne? Okay, ihr Lieben. Dann mache ich jetzt hier einen Cut rein. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Auf dass das Let's Play so weitergeht wie diese Folge. Und haut rein.